Er war der meistgesuchte Mann der Welt. Und der CIA-Einsatz, bei dem Osama bin Laden in Pakistan aufgespürt wurde, einer der größten Erfolge des amerikanischen Geheimdienstes. Doch kennt die Öffentlichkeit die ganze Wahrheit? Ein Großteil der Wahrheit wurde verschleiert. Aber irgendwann kommt sie ans Licht. Das Geheimnis kann nicht ewig versteckt werden. In einem neuen, umstrittenen Bericht wird behauptet, der pakistanische Geheimdienst hätte Bin Laden jahrelang versteckt und den Amerikanern dann übergeben. Das war kein gefährlicher Einsatz, sondern ein Kinderspiel. Sie drangen ein, töteten ihn und schafften ihn raus. Die Pakistanis wollten, dass keine Leiche zurückbleibt. Ist der offizielle Bericht der Amerikaner schlichtweg gelogen und der Tod Bin Ladens eine große Verschwörung? Quatsch. Die bekannte Geschichte ist zu 100% wahr, aber es sind nicht 100% bekannt. Operation Neptune Spear. US Navy SEALs fliegen im Schutz der Dunkelheit nach Pakistan, um Bin Laden zu fassen. Das war ein verdeckter Einsatz der CIA. Der stellvertretende CIA-Direktor Michael Morell verfolgt die Aktion dieser Nacht im Weißen Haus. Die SEALs am Boden meldeten Geronimo, EKIA. Das war der Funkspruch für "Wir haben Bin Laden". Ich kann Amerika und der Welt heute mitteilen, dass wir Osama bin Laden, den Anführer von Al-Qaida, bei einem Einsatz getötet haben. Der Öffentlichkeit wird vermittelt, die Pakistanis seien nicht informiert gewesen, damit bin Laden keinen Tipp erhält und fliehen kann. Dieser Einsatz wurde von Seiten der USA unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt. Er bezeugt die Handlungsfähigkeit der USA und den Mangel solcher Fähigkeiten bei den Pakistanis. Doch nun kommt eine ganz andere Geschichte über den Tod von Bin Laden ans Licht. Sie stammt von einem investigativen Journalisten, der die US-Behörden auch zuvor schon in Verlegenheit gebracht hat. Seymour Hersh behauptet, der Einsatz sei inszeniert gewesen. Der pakistanische Geheimdienst habe Bin Laden gefangen gehalten und einfach übergeben. Wer glaubt, man könnte da einfach so reinmarschieren, ohne vom Radar erfasst zu werden, der glaubt auch an Märchen. Sie konnten einen solchen Einsatz nur planen, weil sie wussten, dass sich niemand widersetzen würde. Hersh zufolge ist der offizielle Bericht zum Tod Bin Ladens reine Fiktion. Doch seine Version beruht auf Informationen eines geheimnisvollen Mannes, dessen Namen er nicht nennen will. Seymour Hersh behauptet, sein Bericht zur Suche und Tötung von Osama Bin Laden beruhe auf einer anonymen Quelle, angeblich einem pensionierten leitenden Beamten des Geheimdienstes. Ihm zufolge hat seine Hauptquelle an den Meetings teilgenommen. Aber das können nicht die Meetings gewesen sein, an denen ich teilgenommen habe, denn die liefen ganz anders ab als in Hershs Bericht. Was also wissen wir über die Jagd auf Bin Laden? Ich habe fast zwei Jahrzehnte über ihn berichtet. Ich war nach den Anschlägen vom 11. September im Höhlenkomplex Tora Bora, wo sich Bin Laden während der US-Luftangriffe auf Afghanistan versteckt hielt. Im Wilden Westen hätte es geheißen, tot oder lebendig. Lange führt der Al-Qaida-Chef die CIA an der Nase herum und veröffentlicht Videos, die ihn in den Bergen zeigen. Im Verlauf der Jahre sind wir Hunderten von Hinweisen zu Bin Laden nachgegangen, aber immer wieder auf Granit gestoßen. Bin Laden hält sich damals in verschiedenen Städten Pakistans auf. Einmal gerät er in eine Verkehrskontrolle, aber weil er keinen Bart mehr hat, wird er nicht erkannt. Seine jüngste Frau entbindet zweimal in einer pakistanischen Klinik. Den Ärzten wird gesagt, sie sei gehörlos.
2005 zieht er mit seiner Familie ausgerechnet in eine Garnisonsstadt. Einen Tag nach der Tötung Bin Ladens fahre ich nach Abbottabad. Er lebte in der Nähe der führenden Militärakademie Pakistans. Das ist der Eingang zum Gebäudekomplex. Momentan hat ihn die Polizei gesperrt. Wir müssen drum herum gehen. Hier soll sich Bin Laden fast 6 Jahre lang versteckt haben. Direkt unter den Augen der pakistanischen Militärelite. Seymour Hersh glaubt, er sei hier Gefangener gewesen. Bin Laden wurde 2006 von den Pakistanis gefasst. Es ist nicht glaubhaft, dass er in Abbottabad lebte, das von wichtigen Verteidigungszonen des pakistanischen Militärs umgeben ist. Bin Laden lebt hinter hohen Mauern in einem Gebäude mit 3 Frauen und 1 Dutzend Kindern und Enkeln. Dem offiziellen Bericht zufolge hält er sich hier versteckt und bleibt Anführer von Al-Qaida. 2 seiner Brüder, die Henker dieser Terrororganisation, leben mit ihren Familien ebenfalls hier. Sie dienen als Bodyguards und schmuggeln seine Befehle hinaus. Der Journalist Abdel Bari Atwan hat Bin Laden in Afghanistan getroffen. Er ist nicht überrascht, dass es ihm gelungen ist, sich so lange in Pakistan zu verstecken. Er hat die Sicherheitsvorkehrungen des Hauses selbst überwacht und ließ sich da nicht reinreden. Satellitentelefon oder Smartphone hat er niemals benutzt. Bin Laden nimmt große Mühen auf sich, um seine Identität zu verschleiern. Seiner Familie zufolge trägt er aus Furcht vor Satellitenüberwachung außerhalb des Gebäudes einen Cowboy-Hut. Niemand hätte damit gerechnet, dass Osama Bin Laden ausgerechnet einen Cowboy-Hut trägt. Vielleicht wollte er sich vor den Satelliten tarnen. Aber er war clever und wusste, welchen Hut er tragen muss, um nicht erkannt zu werden. Nach offiziellem Bericht ist es Bin Laden gelungen, seine große Familie komplett versteckt zu halten. Sogar ein Kleinkind war darunter. Er kontrolliert das Leben seiner Kinder. Sie dürfen niemals rausgehen, nicht mal in die Schule. Es gab kein Picknick, keinen Spaziergang im Park und sie durften auch nicht wie andere Kinder auf der Straße spielen. Ein schreckliches Leben. Im Gebäude finden die Amerikaner ein Video. Es zeigt Bin Laden bei der Betrachtung seiner eigenen Propaganda. Er besaß auch Bücher über Verschwörungstheorien, wie zu der These, dass die Angriffe vom 11. September von den Amerikanern selbst veranlasst wurden. Er hat sich viel mit Verschwörungstheorien beschäftigt, aber das überrascht nicht, denn er hatte selbst Talent, sowas in Umlauf zu bringen. Bin Ladens Sammlung enthält auch das Buch von Christine Fair über den Terrorismus in Pakistan. Er war sehr belesen. Das hat mich zuerst verwundert. Aber womit soll sich ein Bin Laden in Abbottabad auch sonst beschäftigen? Er war böse, aber nicht dumm. So viel ist bekannt. Weitere überraschende Funde in dem Gebäude: Potenzmittel und laut US-Geheimdienst sogar Pornografie. Das habe ich von verschiedenen Leuten selbst gehört. Es ist typisch für Dschihadisten. Dass er Pornografie auf seinem Computer hatte, glaube ich nicht. Er war sehr religiös und hatte 3 Frauen. Wozu braucht er dann noch Pornografie? Für mich ist das schwarze Propaganda. Bin Laden versteckt sich jahrelang in dem Gebäude. Und die CIA versucht verzweifelt, ihn zu finden. Entscheidend sei, so heißt es, seinen Kurier zu enttarnen, da er sie automatisch zu ihm hinführen werde. Wir haben Bin Laden gefunden, weil wir seinem Kurier gefolgt sind. Es hat mehrere Jahre gedauert, um an seinen Namen zu kommen und weitere Jahre, um seinen Aufenthaltsort in Pakistan zu ermitteln. Dann hatten wir ihn im Visier. Im August 2010 kann Michael Morrell, US-Präsident Barack Obama, endlich einen Durchbruch vermelden.
Der Präsident wollte wissen, was in dem Gebäude vor sich geht und sagte, wir sollten niemanden darüber informieren. Auch kein anderes Regierungsmitglied. Nur dieser kleine Kreis sollte davon wissen. Die CIA richtet in einem Haus in unmittelbarer Nähe eine Überwachungszentrale ein und beobachtet das Gebäude. Doch Bin Laden bleibt verborgen. Im Gebäude gab es weder Telefon noch Internet und die Abfälle wurden verbrannt. Die Brüder schalteten ihre Telefone erst ein, wenn sie 50 Kilometer entfernt waren. Mehrere CIA-Beamte bezeugen die Verfolgung des Kuriers, doch Seymour Hersh glaubt kein Wort davon. Die Vorstellung, dass Bin Laden Kuriere hatte, die ein- und ausgingen, ist einfach lächerlich. Laut Hersh habe ein pensionierter Geheimdienstbeamter des pakistanischen Militärs das CIA-Büro in der US-Botschaft in Islamabad aufgesucht. Durch diesen Mann, nicht durch den Kurier, sei bekannt geworden, dass Bin Laden von Pakistan versteckt wird. Für Informationen zu Bin Laden waren 25 Millionen Dollar Belohnung ausgesetzt. Er hat von jemandem anderen erfahren, wo Bin Laden ist und sich für sein Wissen bezahlen lassen. Doch ein ehemaliger US-Agent und Leiter der Bin Laden-Unit bei der CIA hält diese Geschichte für wenig glaubwürdig. Normalerweise ist einer von 10 oder einer von 20 Hinweisen nützlich. Aber die ganze Geschichte auf einmal von einer Person zu erfahren, das wäre sehr, sehr ungewöhnlich. Ich bin absolut sicher, dass niemand wichtige Hinweise zum Aufenthaltsort von Bin Laden gegeben hat. Zum Aufenthaltsort? Ja, niemand. Doch Hersh geht noch weiter. Der Besucher habe behauptet, der Aufenthaltsort von Bin Laden sei höchsten Kreisen in Pakistan bekannt gewesen. Führende Vertreter des pakistanischen Geheimdienstes und Militärs wussten Bescheid. Wer glaubt, er hätte sich da ohne Kenntnis des pakistanischen Geheimdienstes aufhalten können, der lebt in einer Traumwelt. Die wichtigste anonyme Quelle von Seymour Hersh können wir nicht befragen. Dafür aber andere Personen, die er in seinem Bericht zitiert. Eine liefert Informationen, die seine These stützen. Carlotta Gall hat mehr als ein Jahrzehnt über Pakistan berichtet. Vom 11. September 2001 bis nach Bin Ladens Tod. Ich habe erfahren, dass der Geheimdienst Häuser unterhält, in denen Leute versteckt werden. Die Gebäude sind von hohen Mauern umgeben, sonst aber unauffällig und ohne Wachen. Bestimmt hat das Militär davon gewusst und den Ort beobachtet. Ich glaube, das war so ein typischer geheimer Unterschlupf. Carlotta Gall sagt, sie habe einen Hinweis erhalten, dass der ISI, der pakistanische Geheimdienst, alles über Bin Laden weiß. Der Geheimdienst hatte eine eigene Abteilung für Bin Laden, die nur aus einem Mann bestand. Er allein traf die Entscheidungen und die Sache war deshalb nur wenigen bekannt. Aber Bin Laden wurde dort versteckt und in eine Art Schutzhaft genommen. Glauben Sie, dass die Führungsebene des Geheimdienstes und der Armee davon wusste? Das glaube ich allerdings. Der Generalstabschef des Heeres und der Leiter des Geheimdienstes ISI waren informiert. Meinen Informationen nach wussten sie von Anfang an Bescheid, dass Bin Laden in diesem Haus versteckt wird. Der pakistanische Geheimdienst hat stets geleugnet, Bin Laden versteckt oder gewusst zu haben, wo er sich aufhält. Doch der General, der den ISI vor mehr als 20 Jahren geleitet hat, stützt den Bericht von Seymour Hersh. Niemand vom ISI, vom Militär oder einer anderen Behörde hat mich auf diese Sache angesprochen. Ich war immer der Überzeugung, dass jemand davon wusste und dass alles mit Unterstützung des Militärs geschehen ist. Wenn ich damit richtig liege, ist klar, dass auch die höchsten Ebenen involviert waren.
Ich bin mir zu 95-99% sicher, dass die pakistanische Regierung, Zivilisten, Militär und ISI nichts davon wussten. Warum, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand vom ISI-Büro in Abbottabad oder von der Polizeiabteilung des ISI für Al-Qaida oder Sympathisanten von Al-Qaida gearbeitet und ihn dort geschützt hat. Na klar, sie halten da Bin Laden fest und niemand erfährt davon. Das ist doch Quatsch. Natürlich wusste die Regierung davon. Man wäre gevierteilt worden, wenn man seinen Vorgesetzten nicht informiert hätte. Es gibt aber auch eine andere Erklärung. Heimliche Sympathisanten Bin Ladens in der Armee und im Geheimdienst von Pakistan. Das wäre dann ein innerer Feind, ob im Apparat des Geheim- oder Sicherheitsdienstes oder auch in Unternehmen. Leute, die sich mit dem Ziel von Osama bin Laden identifizieren. Ich glaube nicht, dass der Präsident von Pakistan, der Armeechef oder der Premierminister wussten, dass sich Osama bin Laden in diesem Gebäude aufhält. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch Seymour Hersh zitiert Imtiaz Gul ganz anders. Höchste Ebenen in Pakistan hätten sehr wohl von Bin Laden gewusst. Ich denke, Seymour Hersh hat Zitate von mir und anderen aus dem Kontext gerissen, um seine These zu untermauern. Ich wollte ihn nicht in Verlegenheit bringen, aber ich habe ihn aus seinem Buch zitiert. Wenn der Inhalt falsch ist, wäre das sein Problem, nicht meins. Anfang 2011 zieht sich, dem offiziellen Bericht zufolge, das Netz um Bin Laden zusammen. 3 Monate vor dem Einsatz trifft Bin Ladens älteste Frau ein, die seit den Angriffen vom 11. September in Iran gelebt hatte. Sie muss sogar Zahnfüllungen entfernen, weil gefürchtet wird, sie seien mit Wanzen versehen. Sie müssen sich gefühlt haben wie Frauen der Mafia. Sie hatten Kinder mit Mördern und mussten jeden Tag fürchten, dass ihnen etwas passiert. Die CIA konzentriert sich auf einen mysteriösen Mann im Garten des Gebäudes. Er fiel uns auf, weil er um das Gebäude ging. Wir nannten ihn deshalb den Schreitenden. Obwohl wir ihn nicht genau sehen und auch nicht identifizieren konnten, nahmen wir an, dass es Bin Laden ist. Präsident Obama trifft die Entscheidung für einen militärischen Einsatz in Pakistan, ohne seinen Verbündeten zu informieren. Das Risiko, die Pakistanis mit einzubeziehen, war dem Präsidenten zu hoch. Wir gingen nicht davon aus, dass die pakistanische Regierung Bin Laden warnen würde. Aber irgendjemand im System hätte Al-Qaida warnen können. Und die hätten Bin Laden gewarnt. Dann wäre der längst verschwunden, noch bevor wir an Ort und Stelle sind. Doch Seymour Hersh behauptet, die Amerikaner hätten den Pakistanis mitgeteilt, sie wüssten, dass Bin Laden dort versteckt wird. Um peinliche Enthüllungen zu vermeiden, seien die Pakistanis gezwungen gewesen, die Kommandoaktion durch die USA hinzunehmen. Es gab eine Vereinbarung mit den Pakistanis, dass die SEALs einfach ihren Job machen. Das war kein gefährlicher Einsatz, sondern ein Kinderspiel. Sie drangen ein, schlugen und töteten ihn und schafften ihn raus. Die Pakistanis wollten, dass keine Leiche zurückbleibt. In einer mondlosen Nacht fliegen US-Hubschrauber über die Grenze von Afghanistan nach Pakistan. Einem ehemaligen Navy SEAL zufolge sehr wohl ein Himmelfahrtskommando. Die meisten dachten, dass sie den Einsatz nicht überleben werden. Aber sie wollten dazu beitragen, den größten Verbrecher der Erde zu erledigen.
Plötzlich steht die Mission auf dem Spiel, als einer der Hubschrauber beim Überfliegen des Gebäudes abstürzt. Alle waren extrem angespannt, vor allem als der Hubschrauber abstürzte. Militärische Einsätze laufen nicht immer nach Plan. Doch der Einsatz kann dennoch fortgesetzt werden. Für Seymour Hersh ein weiterer Beweis, dass er von den Pakistanis unterstützt wurde. Seymour Hersh behauptet, die Pakistanis hätten ihn dort unter Hausarrest gestellt. Das ist falsch. Die Pakistanis waren nicht im Voraus über den Einsatz informiert worden und haben auch nicht den Luftraum freigehalten. Nichts von all dem ist wahr. Laut offiziellem US-Bericht kommt es zu einem Feuergefecht. Die Navy SEALs töten den bewaffneten Al-Qaida-Henker und Bin Ladens Sohn. Als die SEALs ins Schlafzimmer von Bin Laden vordringen, wird seine Frau verletzt, da sie ihn schützen will. Bin Laden wird mit einem Kopfschuss getötet. Seine Pistole und die Kalaschnikow hat er nicht benutzt. Er hat sich nicht ergeben und die Hände gehoben und damit sein Schicksal besiegelt. Die SEALs waren entschlossen, ihr Leben nicht aufs Spiel zu setzen. Sie wollten ihn gefangen nehmen, klar. Auch wenn er keinen Sprengstoffgürtel trug, würden sie jedes Risiko vermeiden und ihn töten. Es ging von Anfang an darum, ihn zu töten. Ich will den Zuschauern ja nicht das Herz brechen, aber es ist einfach so. Auch wir bringen Menschen um. Es gibt ein Bild von mir, auf dem ich den Direktor der CIA umarme. Aber wir waren erst sehr viel später in der Nacht sicher, dass die getötete Person wirklich Bin Laden ist. Der Lärm alarmiert die Nachbarn und sie rufen die Polizei. Doch die Armeeleitung in Abbottabad weist diese an, nicht zu reagieren. Das ist eine Garnisonsstadt in der Nähe der Militärakademie. Die Polizei musste stillstehen und auch das Militär rückte nicht an, solange die Amerikaner vor Ort waren. Fast 40 Minuten lang. Das war doch sehr seltsam. Dann hebt der erste Hubschrauber ab mit Bin Ladens Leiche. Seymour Hersh behauptet sogar, die Navy SEALs hätten auf dem Weg nach Afghanistan Teile der Leiche hinausgeworfen. Das ist einfach unverantwortlich. Alle, die an dem Einsatz teilgenommen haben, amüsieren sich über diesen Herrn Hersh. Mit SEALs, die am Einsatz beteiligt waren, habe ich nicht geredet, aber mit welchen, die Sie kennen. Das mit den rausgeworfenen Leichenteilen stand in den ersten Nachbesprechungen. Ich bin hunderten SEALs begegnet, aber ich kenne nicht einen, der charakterlich so verdorben wäre, eine Leiche zu zerstückeln. Selbst wenn es in einer speziellen Situation praktisch wäre. In diesem Fall war es aber nicht nur unpraktisch, sondern schlichtweg unmöglich. Gesichtserkennung und DNA-Tests beweisen, dass es sich um Osama Bin Laden handelt. Doch bis zum heutigen Tag gibt es kein Foto seiner Leiche oder von der Bestattung. Bin Ladens Leiche wurde per Flugzeug von Jalalabad in Afghanistan auf ein Militärschiff der US Navy gebracht. Dort fand eine muslimische Seebestattung statt. Ich habe Fotos und ein Video der Bestattung gesehen. Werden wir die auch mal sehen? Weiß ich nicht, das entscheidet das Weiße Haus. So, why not put them out? Warum werden die Fotos nicht veröffentlicht? Das ist doch eine berechtigte Frage. Gibt es einen Grund, der dagegen spricht? Sie sind geheim? Das Thema ist doch in aller Munde. Es ist ein Fehler, die Fotos vom toten Bin Laden nicht zu veröffentlichen. Denn so können Hersh und andere wilde Thesen verbreiten. Warum sie geheim bleiben, weiß ich nicht. Aber das gibt Anlass zu Verschwörungstheorien. Die Navy SEALs beschlagnahmen Dokumente und Computer in dem Gebäude. Laut CIA zeigen sie, dass Bin Laden selbst 10 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September noch eine Bedrohung war. Das war ein Schatz. Die Dokumente belegen, dass Bin Laden die aktive Führung der Organisation besaß.
Er wollte immer noch Angriffe gegen den Westen und ganz besonders gegen die USA durchführen. Über einen Schatz spricht man nicht, damit die andere Seite nicht weiß, dass man diese Informationen hat. Wenn man doch darüber spricht, heißt das, dass man nichts gefunden hat. Wenige Tage nach Erscheinen des Artikels von Seymour Hersh veröffentlicht die US-Regierung mehr als 100 von tausenden Dokumenten, die in dem Gebäude gefunden wurden. Mitglieder der US-Militärakademie in West Point haben Al-Qaida jahrelang verfolgt. Jetzt werden die jüngsten Dokumente analysiert, unter anderem Anweisungen für Feldkommandeure und Details zu den inneren Abläufen bei Al-Qaida. Das sieht aus wie ein Kontoauszug. Ja, man sieht hier die eingehenden und abgehenden Geldbeträge auf einem Konto, mit dem Einzelpersonen bezahlt wurden und das zur Finanzierung der Organisation benutzt wurde. Und das hier? Das sieht aus wie ein Bewerbungsformular für Dschihadisten. Genau das ist es. Am Ende soll man angeben, wer informiert werden soll, wenn man erfolgreich zum Märtyrer geworden ist. Beweisen die Dokumente, dass Bin Laden weiterhin der Anführer von Al-Qaida war? Er gibt Rat und versucht, die Fäden zu ziehen. Aber ihm ist auch klar, dass er die täglichen Aktivitäten nicht direkt leiten und kontrollieren kann. Die CIA und die US-Regierung bezeichnen die Dokumente als Schatz. Ist das Ihrer Meinung nach übertrieben? Insgesamt kann man die Dokumente durchaus als Schatz bezeichnen. Sie verschaffen uns einen guten Einblick in die Organisation, sodass wir sie noch besser bekämpfen können. Bin Ladens Haus wird zerstört. Pakistan reagiert auf den Einsatz der Amerikaner zutiefst schockiert und verlegen. Diese Scham könnte die Ursache für die jüngste Verschwörungstheorie sein, meint der ehemalige Einsatzleiter der CIA. Es war peinlich, dass wir ihn gefunden haben und sie nicht. Diese Scham können sie nur ausräumen, indem sie die Geschichte verbreiten, von Anfang an involviert gewesen zu sein. Irgendein Amerikaner hat sie aufgeschnappt und dann Seymour Hersh verkauft. So ist das vermutlich gelaufen. Das wäre möglich, klar. Vielleicht habe ich in meinem Büro auch einen Scheck über $1 Million vom pakistanischen Geheimdienst. Alles ist möglich. Die US-Regierung verwirft den Bericht von Hersh als reine Verschwörungstheorie. Blödsinn. Nahezu jeder Satz ist falsch. Ich kann Ihnen mit absoluter Sicherheit sagen, dass die Version der US-Regierung zu 100% wahr ist. 100% der veröffentlichten Geschichte ist wahr, aber es sind nicht 100% veröffentlicht. Seymour Hersh steht zu seiner Version. Er glaubt an eine große Verschwörung, an der die Pakistanis, die US-Regierung und das Militär beteiligt waren. Wir haben jede Menge Geheimnisse. Es werden so viele Dinge verbreitet, die angeblich geheim sind, aber nicht geheim gehalten werden. Davon Verschwörungstheorie zu reden, macht einfach keinen Sinn. Werden irgendwann 100% bekannt sein? Wahrscheinlich nicht, weil wir die Art unserer Vorgehensweise schützen müssen. Bin Laden zur Rechenschaft zu ziehen, war eine wichtige Schlacht in diesem Krieg, der damit aber nicht zu Ende ist. Es war ein wichtiger Sieg, aber der Krieg geht weiter.